Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für so einen Tag wie jetzt. Wir wollen dir danken, weil es so einen Tag gibt. Der Tag der Auferstehung. Der Tag, in dem du Jesus von den Toten auferweckt hast. Der Tag, der uns wieder in die Erinnerung führt, dass was auch immer gestorben ist, zurück ins Leben kommen kann. Nun, Vater, gib uns deine Auferstehungswort. Solches Wort, wie du es in Johannes Kapitel 5 gesagt hast. Du sagst, und die Stunde ist jetzt, dass die gestorben sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie werden leben. Solches Wort, das uns lebendig macht. Solches Wort, das Leben bringt. Solches Wort, das Tod tötet. Vater, wir danken dir und wir loben dich. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Wort, was ist die Botschaft der Auferstehung? Oder was habe ich von der Botschaft der Auferstehung zu bekommen? Oder was bedeutet die Auferstehungssonntag? Wir haben gerade heute gelesen in Matthäus Evangelium Kapitel 28. Wir haben das auch in Johannes Evangelium, auch in Lukas Evangelium, auch in Markus Evangelium, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es wird immer die Frage gestellt, welcher Tag ist der wichtigste Tag im Kalender Christentums? Manche sagen Weihnachten. Und ich kann nicht verstehen, warum viele Weihnachten sagen. Weil bei Weihnachten gibt es viele Geschenke. So viele Geschenke gibt es nicht in Ostern wie in Weihnachten. Weihnachten ist wichtig. Weil wenn es keine Weihnachten gäbe, würden wir keinen Karfreitag haben. Sogar würden wir keinen Gründonnerstag haben. Sogar würden wir keinen Palmsonntag haben. So, ich glaube, Gottes Angriff im Leben eines Menschen ist immer ein Paket. Und in diesem Paket hat man Stückchen drinnen. So, darum ist es wichtig, dass man nicht nur nach Stückchen laufen, sondern nach dem Paket geht. Und das Paket Gottes Errettung ist, Jesus wurde geboren, Jesus wurde getötet, wurde begraben, ist auferstanden und sitzt zum rechten Papa und kommt wieder. Ist das nicht wunderbar? So, man kann nicht bei Matthäus Evangelium Kapitel 28 enden. Es gibt auch Jesus Wiederkunft. Und ich denke, darauf warte ich. Amen. Wenn man die Bibel aufschlägt, von 1. Mose bis Offenbarung, findet man vieles über Jesus, seinen Tod und Auferstehung. Aber aufgrund der Zeit werden wir uns begrenzen in ein paar Bibelstellen. Und ich bin sicher, weil wir einem lebendigen Gott dienen, dass Gott bereit ist, die wahre Auferstehung in unserem Leben geschehen zu lassen, im Namen Jesus Christus. So, 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15. Ich glaube ab Vers 1. 1. Korinther Kapitel 15. 15 ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Lass uns warten. Paulus sagt, es gibt ein Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und dieser Evangelium habt ihr geglaubt, habt ihr angenommen. Und in diesem Evangelium steht ihr fest. Ich liebe es, wie englische Übersetzungen sagen, wherein you stand. Andere Übersetzung sagt, wherein you are established, wo ihr fest steht. Was heißt es, fest zu stehen? Fest zu stehen heißt, keine Wankel mehr. Fest zu stehen heißt, sicher zu sein. Fest zu stehen heißt, keine Niederfalle zu erleben. So, es gibt ein Evangelium, das man annehmen kann. Und in diesem Evangelium kann man feststehen. Es gibt viele Evangeliums. Es gibt Evangelium von Thomas, das habe ich schon mal gehört.
Es gibt verschiedene Evangeliums, aber welches Evangelium ist das, das mich und dich feststehen kann, wenn wir dieses Wort nehmen? Lass uns Vers 2 lesen. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist nach dem Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er den Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. 7. Danach erschien er dem Jakobus, hier auf sämtlich Apostel. 8. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, denen ich gleichsam ein unzeitiger Geburt bin. 9. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus sagt, das erste Evangelium, das ich euch gegeben habe, was ich direkt vom Papa bekommen habe, ist es, Jesus ist für unsere Sünde gestorben nach den Schriften. Jesus ist begraben worden und er ist auferstanden nach den Schriften. Wenn wir zu den Historikern gehen, kein Historiker heute verleugnet die Tatsache, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Sei es jüdischer Historiker, griechischer Historiker, römischer Historiker, sogar Atheisten haben das festgelegt, dass Jesus gelitten hat, dass Jesus gekreuzigt worden ist, dass Jesus begraben worden ist. Darüber wird nicht gestritten. Es ist garantiert, es ist fest. Obwohl das einzige historische Buch, das das verleugnet, ist der Koran. Aber ich mag, wie der Koran das sagt. Koran sagte, ein Mensch wurde zwar gekreuzigt, der sah wie Jesus aus, aber da war kein Jesus. Das überlassen wir denen. Aber worüber wird heute noch gestritten, ist es, ob Jesus von den Toten auferweckt ist. Das ist ihr Problem. Bestimmt, meine Aufgabe ist heute nicht zu argumentieren, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Meine Aufgabe ist heute, uns zu sagen, dass die Bibel uns wissen lässt, dass Milliarden von Christen wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich habe bis Vers 8 gelesen, weil seine Auferstehung ist nicht, was im Geheim stattgefunden ist, sondern es gibt Menschen, die ihn gesehen haben, nachdem er auferstanden ist. Und mein Gebet ist es, dass wir auch in unserem Leben das bezeugen können, dass er auferstanden ist und nicht nur Theorie. Nun, viele Leute identifizieren sich mit Jesus Leiden und Tod. Es gibt keinen Mensch, der kein Leiden im Leben erlebt hat. Es ist normal zu leiden. Und darum können wir die Welt verstehen. Sie können Gott folgen bis zum Tod und begraben. Aber nach dem Begraben, sie können Gott nicht mehr folgen, weil das zu groß ist für unser Gehirn. Hast du schon mal gehört, wenn jemand sagt, mit dem Fall gibt es keinen Ausweg mehr? Der Arzt kommt zu dir und viele Ärzte haben ihre Brille auf der Nase so. Und sie haben ihre Tat und sagt, Herr Theophilus, ich bedauere es, Ihnen zu sagen, Sie werden Ihre Mama nach Hause nehmen. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Und das stimmt. Es gibt nicht mehr, was wir tun können. Die Botschaft der Auferstehung lautet, bei Gott, Tod ist nicht das Ende. Bei Gott, Tod ist nicht das Ende. Wir haben in Römer Evangelium Kapitel 11
Es ist lange Bibelstelle von Vers 1 bis 45, darum haben wir nicht vorgelesen. Aber ich werde dich bitten, bitte gehe und lese das. Es wurde zu Jesus geschickt, dass sein Freund Lazarus tot oder krank war. Jesus hat Info bekommen. Lazarus, den du so sehr liebst, ist krank. Und Jesus ist nicht gegangen, sondern er hat etwas gesagt. Ich freue mich für euch. Wie kann Jesus sowas sagen? Denn dieser Tod, diese Krankheit ist für die Verherrlichung Gottes. Man sagte Jesus, Lazarus ist tot. Und Jesus sagt, ich freue mich. Denn diese Krankheit ist für Gottes Verherrlichung. Kein Wunder, ein Bruder sagte mir, siehst du, das heißt, Gott hat ihm die Krankheit gegeben. Lass mich ja sagen, niemals, nie, nein, nö, mba. Gott gibt nie Leute Krankheit. Es ist Satan, der Teufel, der Krankheit verbreitet. Aber durch Jesus erkennen wir, was für eine Einstellung, die wir haben sollen, haben müssen, haben dürfen und haben sollen, haben wollen, können. Wenn Probleme kommen, wir sollen lachen. Dieses Problem ist für Gottes Herrlichkeit. Es ist egal, was du durchmachst. Warum sage ich egal? Ich meine im Vergleich zu Gottes Kraft, nicht für mein Gefühl. Für mein Gefühl, es ist nicht egal, was du durchmachst. Aber für die Kraft Gottes ist fähig, dein Problem zum Zeugnis zu bringen. So, Jesus ist noch 2 Tage geblieben. Ich frage mich, warum? Und nach 2 Tagen hat er seinen Jungs gesagt, lass uns gehen nach Bethanien, zu Lazarus. Denn er schläft. Die Jungs sagen, naja, wenn er schläft, er wird doch aufstehen. Jesus hat denen klar gesagt, Lazarus ist tot. Ich gehe ihn aufzuwecken. Und die kamen. Und plötzlich ist es angekündigt worden, Jesus ist gekommen. Und Martha, Lazarus' Schwester, ist rausgerannt zu Jesus. Meister, wenn du hier gewesen wäre, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sagte ihr, dein Bruder wird aufstehen. Martha sagt, ich weiß, er wird auferstehen am Tag der Auferstehung. Jesus sagte, nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. So, ich will das verstehen. Wie wir Jesus angenommen haben, entscheidet, was wir von Jesus erleben. Viele haben Jesus, Baby Jesus angenommen. Bei denen Jesus ist immer noch das Baby. Der Süße Jesus zum Kuschel. Und Jesus bleibt Baby in ihrem Leben. Und er tut nur, was Babys tun kann. Manche Leute, Jesus ist der Gekreuzigte. So, sie essen kein Fleisch mehr ihr Leben lang. Sie trauern immer, warum? Mein Meister ist gekreuzigt worden. Und bei manchen Leuten, Jesus liegt im Grab. Aber ich will dir sagen, die Geschichte Jesus endet nicht am Kreuz, nicht im Grab. Es gibt eine Auferstehung. Und meine Aufgabe heute ist, uns diesen Jesus vorzustellen, der Auferstehung ist und das Leben. Das war zu groß für Martha. Martha ist weggerannt, hat Maria geholt. Jesus fragte, Maria sagte dasselbe. Meister, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus fragte, wo habt ihr ihn hingelegt? Komme, und sie zeigte ihm. Und als sie zum Grab kam, Jesus forderte, nimm den Stein weg. Und Martha kommt wieder. Ich werde Martha im Himmel fragen, warum ist sie diejenige, die immer Jesus am Weg kreuzen will? Martha kommt wieder, Meister, er stinkt schön. Ich glaube, Jesus hat sie geschimpft. Ich darf glauben, okay? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann haben sie den Stein weggenommen. Und Jesus sprach mit lauter Stimme, Lazarus, kommt heraus. Und die Bibel sagt mir, der Verstorbene ist lebendig rausgekommen. Und Jesus sagte, bindet ihn los und lass ihn gehen. Eigentlich, ich muss ja auch sagen, ich habe schon am Dienstag angekündigt, dass wir heute das Thema betrachten werden, das Wort und dem Heiligen Geist. Wie wirkt der Heilige Geist mit dem Wort Gottes? Und einige haben mir schon geschrieben und sie freuen sich auf heutige Predigt. Und jetzt predige ich dich darüber. Lasst mich euch etwas sagen. Ja,
ich habe das angekündigt am Dienstag, ich will darüber predigen. Ja, ich will gerne darüber predigen, aber ich kann nur predigen, was Gott mir erlaubt zu predigen. Ist das nicht wunderbar? So, lass uns sehen, vielleicht nächsten Sonntag oder Dienstag. Aber heute, wir werden trotzdem noch sehen, wo der Geist seine Hand hat in dieser Geschichte. Weil wir oft mal gesagt haben, dass Gott auf dieser Erde nichts tun kann, es sei denn durch den Heiligen Geist. Lass uns zurückkommen. Warum ist die Auferstehung sehr wichtig? Warum sollen wir anfangen, über die Auferstehung zu predigen? Das war das Hauptthema Paulus überall, wo er gegangen ist. Und weil das Paulus Hauptthema war, darum haben wir die Kraft Gottes erlebt. Überall, wo wir von der Auferstehung Gottes predigen, erleben wir die Kraft der Auferstehung. Überall, wo wir von dem Gott der Auferstehung predigen, erleben wir den Gott der Auferstehung. Kein Wunder, in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 33, das ist auch die Botschaft der Jünger. Die Bibel sagt, und mit großer Kraft legten sie Zeugnis ab über die Auferstehung Christi, und die große Gnade war auf ihnen alle. Wenn wir die Auferstehung Christi predigen, provozieren wir große Gnade, die uns befähigt, Großartiges zu erleben. So, von nun an, wenn wir mit Leuten reden, wenn wir miteinander reden, ja, Jesus hat gelitten, aber sein Leid ist vorbei für uns. Er hat gelitten, damit wir nicht leiden. Jesus ist zum Kreuz gegangen und wurde gekreuzigt, damit wir leben. Aber die Haupt, das größte Geschehen ist es, dass er von den Toten auferweckt ist. Lass uns Vers 14 sehen, 1. Korinther Kapitel 15. Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. So wichtig ist die Auferstehung Christi. Und darum bekämpft die Welt das bis morgen. Sie glauben, Jesus ist geboren. Sie glauben, Jesus ist verhaftet worden. Sie glauben, dass Judas ihn verraten hat. Sie glauben, dass er gekreuzigt worden ist. Sogar sie glauben, dass er begraben worden ist. Aber sie wollen nicht glauben, dass er verstanden ist. So, Satan ist damit einverstanden, dass du leidest. Aber er ist nicht damit einverstanden, dass du von deinem Problem errettet wirst. Und die Welt ist in dem Grabzustand heute. Die Welt und viele von uns Gläubigen sind in dem Grabzustand heute. Was ist das Grab? Grab ist, wenn ich gefangen genommen worden ist und ich kann nicht mehr atmen. Grab kann durch Krankheit kommen, kann durch verschiedene Arten von Problemen kommen, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Für die Welt, wenn jemand stirbt, es ist vorbei. Und manche Situationen, es ist vorbei, es gibt keinen Ausweg mehr. Man soll lernen, damit zu leben. Aber die Botschaft der Auferstehung sagt, nein, solange du an Gott glaubst, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Darum haben wir Johannes 11 gesehen von Lazarus. Lazarus war nicht nur gestorben, aber Lazarus hat schon gestunken. Aber Gott hat seinen stinkenden Leibnamen ins Leben zurückgerufen und in Kapitel 12, wir sehen, wie Lazarus ist. So, ich will heute sagen, gemäß der Kraft der Auferstehung, gemäß des Wirkens des Heiligen Geistes, was auch immer in deinem Leben gestorben ist, Gott, der Auferstehung, bring das heute zurück ins Leben, im Namen Jesus Christus. Deine Finanzen kommt ins Leben, im Namen Jesus Christus. Deine Ehe kommt ins Leben, im Namen Jesus Christus. Deine Gesundheit kommt ins Leben, im Namen Jesus Christus. Was auch immer das er mag, das Satan begraben hat und nicht wissen, dass will das dass Leute sehen, sie werden gesehen werden im Namen Jesus Christus. Amen. Vers 17, 1. Korinther, Kapitel 15. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in eurer Sünde. Das hat mich berührt, weil er ist doch für unsere Sünde gestorben. Er starb für unsere Sünde. So, warum muss immer noch seine Auferstehung und seine Befreiung von der Sünde bestätigen? Weil wenn wir auferstehen, kommen wir in das Übernatürlichkeit hinein. Es ist natürlich zu sündigen. Wer weiß das? Kein Kind lernt, wie man sündigt.
es ist hineingeboren zu sündigen. Du musst nicht machen, es ist normal zu sündigen. So, aber man braucht die übernatürliche Kraft Gottes, manchmal Nein zu sagen. Ist es möglich, die Macht der Sünde zu zerstören? Es ist möglich. Aber das ist nur möglich durch die Auferstehung Christi. Überall, wo du bis jetzt immer gekämpft hast und du tust Buße 100-mal pro Tag für das gleiche Problem. Wenn die Kraft der Auferstehung zu dir kommt, Gott, der uns lebendig macht, wo wir schwach sind, er wird dir Kraft schenken, er wird dir Gnade schenken, und wo du Nein sagen sollst, du sagst Nein. Wo du Ja sagen sollst, du sagst Ja. Wo du vorwärts gehen wirst, du gehst vorwärts. Wo du stehen bleiben sollst, du stehen bleiben. Warum? Weil durch die Auferstehung Christus dir ist eine große Gnade verliehen worden, zu tun, was du tun kannst. Im Namen Jesus Christus. Amen. Vers 22, 1. Korinther 15. Denn vergeblich, denn gleich wie in Adam alle sterben, so auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Nun, ich will, dass wir anfangen, uns auf eine neue Weise zu betrachten. Durch Adams Sünde sind wir alle tot in der Sünde. Und durch Jesus Christus sind wir lebendig gemacht worden. Nun, wenn ich wir sage, ich meine nicht dein Geist allein, alles, was dich betrifft. Warum muss etwas lebendig gemacht worden? Weil das Ding tot ist. Gott will deine Gefühle lebendig machen. Gott will deinen Glauben lebendig machen. Gott will deine Beziehungen lebendig machen. Gott will deine Ehe lebendig machen. Gott will deine Gesundheit lebendig machen. Gott will jede, wo du arbeitest, deinen Arbeitsplatz lebendig machen. Gott will deine Finanzen lebendig machen. Was auch immer mit dir zu tun ist, das nicht funktioniert, das nicht lebt, das die Niveau nicht erreicht hat, wozu Gott dich bestimmt hat. Gott will das lebendig machen. Und wir haben diese Hoffnung durch Jesus Christus Auferstehung, dass was auch immer das er mag, es ist uns möglich. Warum? Weil Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist möglich, uns von den Toten zu erwecken. Ich will, dass wir etwas verstehen. Jesus' Tod war für Satan sein größter Sieg. Satan hat erkannt, Jesus ist der Erlöser. Erlaube mir. Die Bibel sagt mir, Jesus wurde gekreuzigt am Freitag, ich glaube Vormittag. Und an diesem Karfreitag, ab 12 Uhr bis 15 Uhr, gab es Finsternis überall. Und ich glaube nicht nur Jerusalem. Das war der Punkt, wo Gott weggeschaut hat. Und alle Sünde war auf Jesus. Das war der Punkt, erlaube mir das zu sagen. Satan hat ohne Hindernis 3 Stunden regiert. Und 15 Uhr gab Jesus den Geist. So stell mal vor, wie man Jesus in der Hölle willkommen geheißen hat. Wie Satan sich gefreut hat. Das ist er. Aber am dritten Tag, weil Gott gesprochen hat, ist Jesus zurück ins Leben gekommen. Satan konnte ihn nicht stoppen, Grab konnte ihn nicht stoppen, nichts konnte ihn stoppen, und er ist zurück ins Leben gekommen. Und das war Satans totale, komplette Niederlage. Denn in Kapitel 28, Jesus sagt, alle Macht im Himmel und Erde ist mir gegeben worden. Satan hat keine Macht mehr. Das ist die Auferstehung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde Satan bis morgen regieren. So, es ist wichtig, dass wir anfangen, uns mit Jesus' Auferstehung zu identifizieren. Wir haben oft gepredigt, du sollst für Jesus leiden, oder du sollst mit Jesus leiden. Es ist schön, mit Jesus zu leiden. Aber warum sollst du auch nicht mit ihm auferstehen? Ich will eine Frage stellen, aber du musst mir verbal nicht antworten. Gibt es Dinge, die du schon mal gelitten hast in deinem Leben, weil du Christ bist? Du hättest Ja gesagt. Wenn du Ja gesagt hättest, hättest du dieses Programm oder das mitnehmen können.
Aber weil du Christ bist, du hast Nein gesagt. Und alle, die Ja gesagt haben, haben das Ding nach Hause geschleppt und du gehst nach Hause leer. Gibt es Situationen, wo du einige Sachen machen willst, aber weil du Christ bist, du hast es nicht gemacht. Und für dich oder für dein Leib, es sieht wie ein Verlust aus. Gott will dich wissen lassen, wenn du so weit für mich gehst, ich bin bereit, dich wieder aufzuwecken. Ich bin bereit, dich zurück ins Leben zu bringen. So, lass uns unsere Reise weitermachen. Nummer eins. Wer ist Jesus für mich? Er ist die Auferstehung. Hat er das nicht gesagt? Ich bin das Auferstehung, ich bin das Leben. Wo wohnt Jesus? In mir oder in dir. So, wenn Jesus in mir wohnt, wenn das Jesus in mir, in dir wohnt, und Jesus ist die Auferstehung, und Jesus ist das Leben, das heißt, die Auferstehung wohnt in mir. Ist das logisch? So, ich muss nicht warten bis am letzten Tag wie Martha. Weil es gibt einen Glaube. Solange wir auf dieser Erde leben, es ist nicht möglich. So, wir warten. Ich will dir sagen, du sollst nicht warten. Das ist der Tag der Erlösung. Jetzt ist die angenehme Zeit. Du hast die Auferstehung in dir. Du hast das Leben in dir. Es ist Zeit, ihn hochzuholen, hochzurufen, dass er sich zeigt und ins Leben bringt, was auch immer in dir nicht mehr funktioniert. Ich will, dass wir diese Einstellung haben. Der Jesus in dir ist kein Baby mehr. Der Jesus in dir ist nicht mehr der leidende, gekreuzigte Jesus. Weißt du, ich mag Passion Christi. Aber ich wünsche mir, Passion Christi zeigt uns mehr über die Auferstehung. Mehr über die Auferstehung. Es soll einen Film geben über die Auferstehung. Wo wir die Kraft Gottes sehen, die fließt durch die Auferstehung. Wo Leute Hoffnung wir bekommen, nicht Argumente. Aber Gott sagt, wenn sie nicht zeigen, ich bin bereit, das in deinem Leben zu zeigen. Ich bin bereit, das in deinem Leben zu zeigen. So, erwarte die Auferstehung Christi. Erwarte es. In Johannes bei Lazarus, Jesus kam zum Grab und sagte, nimm den Stein weg. Kennt ihr das? Und sie haben den Stein weggenommen. Das heißt, es gibt Steine, die du und ich wegnehmen müssen. Es gibt Dinge, die ich und du machen müssen. Siehst du, dieser Pastor ist wieder gekommen, ich muss etwas machen. Merkt ihr das? Ich muss immer was machen. Warum kannst du nicht toll predigen und ich sitze da und ich empfange? Jesus kam zum Grab. Er will Lazarus auferwecken. Aber er sagt, rolle den Stein weg. Hör mal zu, du musst auf dein Knie gehen und von deiner Frau um Vergebung bitten. Ich wiederhole, du musst auf das Knie gehen, der Mann, um deine Frau um Vergebung zu bitten. Jesus wird das nicht für dich machen. Dein Pastor wird das nicht für dich machen. Du hast Dummheit gemacht, du sollst um Vergebung bitten. Gott, heile meine Ehe. Gott, heile meine Ehe. Es ist so einfach. Es ist einfach, deine Ehe zu heilen. Die benehmen dich wie ein Mensch. So, der Gebet deines Pastores wird deine Ehe nicht heilen, wenn du nicht ein Mann wirst, der seine Frau liebt. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sogar für die Gemeinde gestorben ist. Verstehst du mich? Es gibt Dinge. Oh Gott, heile meine Finanzen. Gott, schick mir Geld. Gott, dies ist meine Kontokarte. Im Jesu Namen, Konto, lebe. Ich verfluche Tod, keine Minus. Ich verfluche Minus. Okay. Hör auf, jeden Monat Schuhe zu kaufen. Du hast 50 Schuhe. Du nimmst deine Kreditkarte, Visa-Karte und du überall, du stellst Karte an und kauf alles. Nee, du musst den Stein wegrollen. Und ich bitte, dass Gott mich und dir zeigt, welcher Stein weggerollt werden soll.
Gott, heile mich, Gott, heile mich. Aber jeden Tag, was auch immer du findest, du trinkst das, du isst das, du trinkst das, du isst das, du trinkst das, du isst das. Sogar mancher raucht man. Gott sagt, dich zu heilen, so einfach, nehme den Stein weg. So, in diesem Auferstehungserlebnis, es gibt Steine, die wir wegrollen müssen. Amen. Und Gott, und wenn Gott dir zeigt, du kannst es machen. Weil Gott wird dir zeigen, welcher Stein. Gott wird dir zeigen, was ist das, was du tun sollst, damit du das erlebst, was er getan hat. Aber es gibt manche Steine, die du nicht wegrollen kannst. Denn in Kapitel 7, sorry, 28, wo wir heute gelesen haben, die Bibel sagt, am Auferstehungstag, da kam ein Engel vom Himmel und rollte den Stein weg. Kennt ihr die Geschichte? Es gibt Steine, die von Dämonen organisiert sind. Und das ist genau, was wir heute erleben werden. Wir werden die Kraft, die Auferstehung bieten. Jeder Stein unseres Lebens, der nicht will, dass ich lebe, dass sie weggerollt werden soll. Die Engel kamen und nicht nur das, ich will das etwas sehen. Bei Lazarus Grab, sein Grab wurde nicht versiegelt. Stein wurde noch gelegt. Aber bei Jesus Grab, die Römer und die Pharisäer haben diese Grab versiegelt. Und sie haben Soldaten organisiert zu bewachen. Aber trotz Versiegelung, trotz Bewachung, die Kraft der Auferstehung hat den Stein weggerollt. Nun, es gibt eine dämonische Bewachung über manche Leute. Du redest in Zunge, du betest, du fastest und die Dämonen gehen nicht weg. Aber durch die Kraft der Auferstehung, die Kraft, dass Satan nie widerstehen kann, die Kraft, dass kein Widerstand erleben kann, wenn die Kraft kommt, wer auch immer diese dämonischen Wächter sind, sie werden totfallen im Jesu Namen. Und ich prophezeie im Jesu Namen, wer auch immer hinter deinem Problem steht und es ist mir egal, was das ist, so wie die Wächter tot umgefallen sind, sie fallen tot heute im Jesu Namen. Wie auch immer der Stein ist, dass Satan gegen dich gerollt hat und nicht will, dass ins Leben komme. Durch die Kraft der Auferstehung, die Steine verschwinden von deinem Grab im Namen Jesus Christus. So, es gibt Steine, die wir wegrollen müssen, aber es gibt Steine, wo wir Himmel bitte, sende deine Kraft und zerstöre den Stein meines Lebens. Wie auch immer, der Grab muss geöffnet werden. Und ich prophezeie heute, durch die Kraft der Auferstehung, gemäß des Wirkens des Heiligen Geistes, jedes Grab, das hier anwesend ist, muss öffnen im Namen Jesus Christus. Kapitel 27, Matthäus Evangelium. Kapitel 27, Matthäus Evangelium. Lass uns sehen, was geschehen ist. Weil, wenn wir das hier nicht verstehen, wir werden nur Ostereier suchen und viele Eier essen und werden nichts erleben. Gott segnet unsere Kinder für Ostereier. Ostereier zu suchen ist nicht dämonisch. Und wir sagen alle Amen. So, lass die Kinder Ostereier suchen. Ich bin nicht gegen Ostereier. Manchmal, ich esse davon, was sie finden. Und irgendwann werden die Kinder wissen, es ist Papa und Mama, die Ostereier versteckt. Osterhase. Oh. Matthäus Evangelium Kapitel 27, Vers 50 bis 53. Bitte hör richtig zu. Jesus aber schrie nochmal mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Soll ich euch etwas Neues sagen? Vielleicht was ihr noch nie gehört habt. Am Sonntag, Auferstehungssonntag, Jesus ist nicht der Einzige, der verstanden ist. Jesus ist nicht der Einzige. Viele sind mit auferstanden. Wieso dazu gezählt werden?
Es ist für alle. Jeder kann mit auferstehen. Die Auferstehung ist nicht nur für Jesus. Es ist für jeden, der mit auferstehen will. Und es wird so deutlich gemacht werden, dass jeder es sehen wird. Die Bibel sagt, dass die Gräber sich öffneten und die entschlafenen Heiligen sind aus den Gräbern rausgekommen. Und ich bete heute, wer auch immer noch in irgendwelchem Grab festgehalten ist, durch die Kraft der Auferstehung, dein Grab öffnet sich nicht nur, du kommst raus aus dem Grab lebendig im Namen Jesus Christus. Und das, was Gott tut, viele werden das sehen. Weißt du, die Zeiten, wo du deine Zeugnis verstecken, ist vorbei. Es gibt Zeugnisse, die du nicht verstecken kannst. Zeugnisse wie Schwangerschaft. Wer will Schwangerschaft verstecken? Der Bauch wird größer und größer und größer und größer. So, es gibt Zeugnisse, wenn Gott es tut. Auch wenn du versuchst zu sagen, ich habe das gemacht. Nicht Christ würde da sagen, es ist eine Lüge. Keiner kann sowas machen. Wie kann die Entschlafene sagen, ich habe mich selber auferweckt? Aber Gott im Himmel. Und darum sollen wir heute ernst nehmen. Auch wenn wir nachher unsere Kuchen essen und Kaffee trinken und Kakao trinken und Tee trinken und Wasser trinken und Cola trinken und Hähnchen essen, was isst man zu Ostern? Salate, Kaninchen, Kuh schlachten, Schaf essen, Ziege schlachten, was auch immer das er mag. Ich will, dass du eine Auferstehung erwartest. Erwarte eine Auferstehung. Sag Jesus, ich will mit dir heute auferstehen. Es reicht. Meine Situation reicht. Ich will eine Veränderung erleben. So, die Auferstehung Jesus Christus, Nummer 1, schließt uns rein in seine Auferstehung. Denn was mir auch gefällt, ist auch, dass der Tempelvorhang zu zweit entrissen ist. Und lass uns etwas sehen, was hinter dem Vorhang war. Wir haben Manna, himmlische Nahrung, die nie zu Ende gehen. Manna, himmlische Nahrung, die nie zu Ende gehen. Bis jetzt hatten nur die Hohepriester Zugang zu hinter dem Vorhof. Aber durch Jesus Tod und Auferstehung, jeder, der will, kann zu Manna gehen. So Gott organisiert eine himmlische Versorgung, die nie zu Ende gehen. Nummer 2. In dem Asche ist der Stab Aaron, die Blut. Seit mehr als 40 Jahren ein Holzstück blüht immer. Das heißt, Tod ist getötet. Tod ist getötet. Leben in Ewigkeit. So, wenn du Zugang zu den Allerheiligsten hast, den uns geschenkt worden ist durch Jesus Auferstehung, Tod ist Vergangenheit in deinem Leben. In deiner Gesundheit, Leben ist da. In deiner Ehe, Leben ist da. In deiner Beziehung, Leben ist da. In deinen Finanzen, Leben ist da. Was auch immer du tust, was auch immer du bist, es ist nur Leben. Warum? Weil du Zugang zum Asche, Bundeslade bekommen hast. Sorry, Bundeslade, nicht Asche nur. Bundeslade bekommen hast, im Jesu Namen. So, was wollen wir uns heute sagen? Lass uns Epheser 1, 19 sehen. Epheser 1, 19. Wenn ich diese Predigt zusammenfassen kann, ist es einfach so. Die Auferstehung Jesus heißt für dich, du darfst auferstehen. Wenn du willst. Epheser Kapitel 1, Vers 19. Die Bibel sagt mir, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzen in den himmlischen Regionen. Lass uns zeigen die beiden Bibelstellen gleichzeitig, 19 und 20.
Bestimmt, Zeit erlaubt uns nicht, man hätte ab Vers 17 gelesen, Epheser 1. Aber die Bibel redet über diese überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns. Soll ich etwas sagen? Gottes Kraftwirkung ist für uns. Eine andere Übersetzung sagt in uns. Gottes Kraftwirkung ist für uns. Gott braucht keine Kraft im Himmel. Er braucht keine Kraft im Himmel. Gott ist da. Ich erzähle euch etwas über die Schöpfungskraft und Auferstehungskraft. Das sind zwei. Bei der Schöpfung gab es keinen Widerstand. Wissen wir das? Wasser wurde auch geschaffen nachher. So bei der Schöpfung, es gab keinen Widerstand. Aber bei der Auferstehung, alle Dämonen der Welt waren Sassen auf Jesus. Alle Dämonen der Welt saßen auf Jesus und Satan saß auf den alle. Satan hat alle seine Kraft freigesetzt. Und Gott durch nur einen Engel. Satan soll sich schämen. Nur einen Engel hat Gott geschickt. Nur ein Engel. Obwohl Satan Erzengel war. Nur ein, nicht Gabriel, nicht Michael. Gott muss keine Erzengel schicken für Satan. Nur ein Engel, erlaube mir, eine kleine Engel. Du erledige das. So, und Gott zeigt, dass Satan, was auch immer du organisieren kannst, es ist Nichtigkeit im Vergleich zu meiner Kraft. So, diese Kraft der Auferstehung ist eine Kraft für uns. Ist die Kraft für dich. Für jeden, der an Jesus glaubt. Und diese Kraft hat Gott gezeigt durch Jesus. So, die Auferstehung eigentlich ist für mich und für dich. Gott sagt, so wie ich Jesus von den Toten auferweckt hat, obwohl Satan und alle Dämonen alles gemacht hat, das zu hindern, so setze ich diese Kraft frei bei dich und nichts wird mich hindern können. Keine Krankheit ist zu groß für mich. Kein Problem ist zu groß für mich. Egal wie die kaputt die Ehe gegangen ist, ich bin der Gott, der Wiederhersteller. Ich kann das wiederherstellen. Was auch immer das er mag in deinen Finanzen, egal wie minus du tief gegangen bist, ich bin der Gott, der fähig ist, dich ins Plus zu bringen. Wie ich Jesus von den Toten auferweckt habe, durch meine Kraft, dieselbe Kraft ist zur Verfügung für dich und für deinen Bruder und Schwester. Und für mich auch. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Nie aufgeben. Petrus, die Bibel sagt, als Jesus verhaftet wurde, die Jungs sind alle abgehauen. Es ist üblich, aufzugeben. Es ist natürlich, aufzugeben. Petrus sagte, ich gehe fischen. 3 Jahre lang haben wir in diesen jungen Mann investiert. Alles umsonst. Wir haben sein Grab gesehen, es ist vorbei. Ich habe sein Grab gesehen. Ich habe gesehen, wie man ihn mit Speer gestochen hat. Er hat nicht reagiert. Ich gehe fischen. Und alle folgten Petrus. Sie gehen, es ist vorbei. Bitte, geh nicht fischen. Bleibe am Kreuz. Bleibe am Grab. Weil es kommt ein Erdbeben. Es kommt ein Erdbeben. Das heißt, deine Auferstehung ist nicht von deinem Pastor. Es ist vom Himmel. Ist das nicht wunderbar? Es muss vom Himmel Angriff geben, nicht von Erde. Johannes konnte das nicht machen. Maria konnte das nicht machen. Petrus konnte das nicht machen. Wie ist der Pharisäer, der zu Jesus kommt, Kapitel 3, Johannes. Nikodemus konnte das nicht machen. Er war der Pharisäer, Leiterschaft. Niemand konnte das machen. Aber Gott musste vom Himmel schicken. Das heißt, erwarte Hand vom Himmel über dein Leben. Nun, was soll ich machen? Glaube an die Auferstehung. Glaube an Tod. Glaube an Kreuzigung, glaube an Begraben, glaube an Auferstehung. Wenn Jesus auferstanden ist, ich kann auferstehen. Amen. Nun, 2 Bibelstellen, dann gehen wir nach Hause. Wo hat der Heilige Geist eine Rolle gespielt? So, ich muss jetzt aufpassen, damit ich nicht eine neue Predigt anfange. Gib mir Römerbrief, Kapitel 8, Vers 9.
Römerbrief 8, 9. Sorry, 8, 11. Römerbrief 8, 11. Römerbrief 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Warum ist diese Bibelstelle wichtig? Weil jemand hat mir gerade jetzt gesagt, aber ich bin doch nicht heilig, dass ich Gottes Kraft erlebe. Weil wir oft gepredigt haben, wer darf auf seinen heiligen Berg einsteigen? Wer darf in die Höhe kommen? Nur der, der keine unschuldige Hände hat. Nur der, der nie gelogen hat und Trug gemacht hat. Psalm 24. Aber die Bibel sagt mir etwas hier. Was die Kraft freisetzt, ist nicht deine Heiligung, es ist der Heilige Geist in dir. Oh, Gott ist bereit, Leute zu überraschen. Gott ist bereit, Leute zu weinen zu bringen. Wenn ich weinen sage, weißt du, wenn du Theorie für Jahre gepredigt hast und Gott mag deine Theorie zunichte. Gott sagt, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, Gott, der durch seinen Geist Jesus von den Toten auferweckt hat, er wird auch durch dieselben Geist deine sterblichen Leiber lebendig machen. Hast du den Heiligen Geist in dir? Dann Gratulation. Du bist ein Kandidat für die Auferstehung. 1. Korinther 6, 14. 1. Korinther 6, 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Ich will noch etwas sagen, damit wir uns freuen. Dieser Brief wurde zu den Korinthern geschrieben. Und was ich jetzt ja mache, nicht, dass ich Sünde lobe. Okay, nein. Die Korinther sind bekannt als keine perfekte Gemeinde. Wer weiß das? Die Korinther-Gemeinde war keine perfekte Gemeinde. Ich muss nicht ihre Sünde vorlesen, wir kennen schon. Aber trotzdem, Paulus sagt dieser Gemeinde, Gott, der Jesus auferweckt hat, wird euch auch auferwecken. Warum? Wenn du, weißt du, es macht Gott keinen Spaß, wenn du leidest, wenn ich leide. Sein Ziel ist es, mich und dich lebendig zu machen, wo auch immer wir Leben brauchen. So, was brauche ich? Der Glaube und den Heiligen Geist. Was brauche ich? Den Glaube brauche ich und den Heiligen Geist. Was meinst du mit dem Glauben? Glaube daran, dass Jesus auferstanden für dich ist. Glaube daran, dass weil Jesus auferstanden ist, du sollst auch auferstehen. Und setze dich frei mit dem Heiligen Geist. Verbinde dich mit dem Heiligen Geist. Und nur der Heilige Geist kann diese Kraft der Auferstehung in dir freisetzen. Und du wirst sehen, wie Dinge anfangen zu funktionieren für dich. Ich sage heute, 16. April 2017, ich tote tot im Namen Jesus Christus. Jemand sagt, wie kannst du tot toten? Ich sage nochmal, tot seine Kraft ist Nichtigkeit geworden in dieser Gemeinde, in jeder Familie in dieser Gemeinde, in allem, was wir tun, in unserem Privatleben oder Gemeindeleben, im Namen Jesus Christus. Amen. So wie tot Jesus nicht stoppen kannst. Jetzt sitzt Jesus zur rechten Papa in seiner Heiligkeit. So wie Grab Jesus nicht stoppen kannst, so nichts wird mich und dich stoppen können. Wir werden in die Herrlichkeit Gottes kommen, die Gott für mich und dich vorbereitet hat, im Namen Jesus Christus. So, habe die Auferstehungsmentalität. Sage niemals, es ist unmöglich. Geh auf dein Wörterbuch und nimm unmöglich weg. Und lass es nur möglich da sein. Denn mit Gott ist alles möglich. Alles. Und heute, so wie Maria Magdalena überrascht war, sie kam in den Grab zu sehen, aber der Verstorbene ist nicht mehr da.
Leute werden zurückkommen zu dir und suchen dein Problem. Und sie werden die Probleme nicht mehr finden. Und sie sagen, ah, Zyphilus, ah, ich denke, du konntest nicht essen. Du sagst, ah, der nicht essen konnte, ist weg. Der hier, er kann viel schlucken. Im Jesu Namen. Sie werden kommen und sagen, ah, ich dachte, du hast Schulden. Sag, ah, der Schuldenhass ist weg. Der hier ist im Überfluss. Willst du etwa Geld haben? Im Jesu Namen. Amen. So, Magdalene sind gegangen, Grab zu sehen. Die Welt schaut auf dein Grab. Aber es kommt ein Wort heute. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Das ist dein Thema im Jesu Namen. Du bist nicht mehr da, du bist auferstanden. Ich bin nicht mehr da, ich bin auferstanden. In dem Grab, wir haben da nichts zu tun. Warum? Weil wir dem Gott, der lebendig ist, dienen. Denn er lebt. Ich darf leben. Johannes Evangelium. Lass uns ja stoppen. So, ich werde dich bitten. Nimm das Wort und geh zu Gott. Wir werden heute ein Gebet sprechen, wo wir Gott bitten. Und hör mal zu, hör mal zu. Das ist ein Auferstehungsgebet, ist kein Wischiwaschi-Gebet. Weil mit Auferstehung gibt es Erdbeben. So, du musst ein bebende Gebet beten. Ist das Wort bebende? Ein bebende Gebet, Silvia. Weil es ist Auferstehungsgebet, es ist kein Kuchengebet. So, wir werden heute beten. Und du wirst Gott sagen, wo du auferstehen willst. Was heißt auferstehen? Das heißt, was auch mal nicht funktioniert, muss funktionieren. Heute, 16. April 2017, es muss funktionieren. Denn so an so einem Tag ist Jesus von den Toten auferweckt. Und lasst uns den Heiligen Geist rufen, dass er sein Werk in uns vollbringt und alles lebendig macht in uns. Es ist mein Gebet, dass in den nächsten 3, 7 Tagen jeder unter uns, der sich freigesetzt hat, der sich engagiert hat mit dieser Botschaft im Glauben und im Gebet, der wird was zu zeigen haben im Namen Jesus Christus. Wenn sie wieder zu dir kommen, um deinen Grab zu sehen, sie werden dich nicht mehr da finden, sondern sie finden dich zur Rechte, Papa, in deiner Bestimmung herrschen, im Namen Jesus Christus. Amen. Amen.